So, in dem Dörflein waren wir jetzt, da war nichts Großes. Wir haben gesagt, wir machen uns weiter auf den Weg. Obwohl, ob es da was gibt, wir schauen mal. Dein Weg führt dich zurück nach Gutenauen. Die Söldner auf den Palisaden halten noch immer nach Orks Ausschau und lassen dich sofort herein, als sie dich erkennen. Finde ich sehr nett. Wir gehen aber weiter. Wir müssen ja zu dem Fragezeichen. Da müssen wir ja unsere irgendwas abholen oder hinbringen oder wie war das nochmal genau? Wir mussten irgendwas Genaues machen. Seit du Gutenauen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt sich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Aha, schlage dein Lager bei der alten Feuerstelle auf und lege dich schlafen. Schlage dein Lager bei der alten Feuerstelle auf und versuche wach zu bleiben. Nee, ich denke, wir werden schlagende Nachtlager versteckt in der Krone der alten Eiche auf. Nee, ich denke mal, Schlaf tut Du gut. nimmst das abgebrochene Lager in Beschlag. Wer auch immer hier vorher genächtigt hat, ist offensichtlich heil wieder aufgebrochen. Du nimmst das als gutes Omen und legst dich schlafen. Du träumst von Orks, die sich des Nachts an dich heranschleichen und meinst sogar, das ranzige Fett auf ihren Rüstungen riechen zu können. Der Gestank verstärkt sich und bringt dich zum Würgen. Du reißt die Augen auf und blickst direkt in die Fratze eines Orks, der ein Messer an deine Kehle hält. Noch bevor du dir über deine hoffnungslose Lage ganz im Klaren bist, spürst du, wie die Klinge durch deinen Hals fährt. Das Letzte, was du siehst, ist eine Gruppe zähnebleckender Orks, die sich dir nähert. Dann wird alles schwarz. Ach nee. Ach krass, Leute. Nee, so funktioniert das Spiel. Du hast ein Leben und wenn du das verkackst, dann hast du verkackt. Du hast ehrenhaft gekämpft, doch du wurdest besiegt. Schwierigkeit Mittel. Ja, ist ja kein Problem, Mittel. Oh, wie krass, Leute. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir sind jetzt gestorben, wir fangen wieder ganz von vorne an, aber wer weiß, wie oft wir dann das Spiel starten müssten. Aber eins wissen wir jetzt schon, das machen wir nicht nochmal. Mal gucken. Seit du Gutenauen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen. So, ich habe jetzt das mal übersprungen, denn ich denke mal, das haben wir ja gesehen. Okay, wir halten aber im Kopf fest, wir wären jetzt einmal gestorben. Okay, aber ich bin schon froh, dass das Spiel dir wenigstens eine Chance ist, dass es sagt, da wo du gespeichert hast, kannst du wieder anfangen. Denn, ja, wäre das sowas wie ein Dark Souls und wir wissen ja noch nicht mal, was das hier bringt alles, ja? Dann, und wir bleiben diesmal definitiv wach. Obwohl, ich würde einfach aus Just for Fun. Nee, da kommt ja wieder selber raus. Du nimmst das abgebrochene Lager in Beschlag. Wer auch immer hier vorher genächtigt hat, ist offensichtlich heil wieder aufgebrochen. Du nimmst das als gutes Omen, willst dich aber nicht auf dein Glück verlassen und zwingst dich, wach zu bleiben. Einige Stunden später schreckst du aus deinem unruhigen Schlaf auf und blickst dich erschrocken um. Erleichtert stellst du fest, dass der Wald noch genauso ruhig vor dir liegt wie zuvor. Du schwörst dir, dass dir das nicht nochmal passieren wird. Und blickst direkt in die Fratze eines Orks, der ein Messer an deine Kehle hält. Noch bevor du dir über deine hoffnungslose Lage ganz im. Schon wieder besiegt. Also ich darf an diesem Lager anscheinend keinen Rast machen. Denn da werde ich getötet. Also muss ich in dieser Eiche mir eine Eiche zerkloppen, damit ich dann da drin seelenruhig hoffentlich schlafen kann. Ansonsten ist jeder weitere Weg wahrscheinlich dort Ende im Gelände. Also für jemanden, der dann nicht gut gespeichert hat, sage ich nur ganz ehrlich, habt ihr Arschkarte gezogen und könnt nochmal neu anfangen. Also speichert auf jeden Fall so oft und so gut,
ihr könnt es sein, ihr sagt, ihr wollt ein bisschen Nervenkitzel, dann spielt es eher auf Hardcore, macht es einfach so, dass wenn das da wieder jetzt steht, dann sagt ihr einfach, komm, packen wir ein, fangen wir wieder ganz von vorn an, aber das lohnt sich nur für welche, die das nicht aufnehmen. Für mich und für euch wäre es jetzt langweilig, wenn ich jetzt immer wieder von neu anfange, weil da dieses Spiel mir eine Story erzählt, wovon ich noch nichts weiß richtig, auch wenn es richtig geil ist und ich eigentlich das ziemlich geil fand, dass ich jetzt gestorben bin, aber so kommen wir ja nicht weiter und das hat ja auch keinen Sinn. Aber es ist ziemlich, ziemlich geil auf jeden Fall. Ich finde das richtig Hammer. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr das findet. So, wir versuchen es jetzt nochmal mit dieser Eiche und diesmal die dritte Antwort. Seid dabei ein... So. Du schwingst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Jetzt kommt's. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Okay, das war schon mal die richtige Antwort wahrscheinlich. Jetzt bin ich gespannt, was mich dort erwartet. Aber ihr seht, das heißt, nachts liefen da schon die Orks her und die kamen schon näher. Und wir sind, wenn wir da an dem Lager waren, sind die natürlich durch dieses Lager gehuscht. Und wenn wir auf dem Baum sind, wahrscheinlich sehen sie mich dann nicht. Au, deswegen Kehle mich nicht. Ich bin Sintoras von Zonbalsur, mein Meister, Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert, sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Was heißt gerade, da wird der neue Großschloss sein? Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Krankner Schor wird das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller überrennen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Okay, und ich warte jetzt so lange, bis die quasi weg sind. Aber jetzt weiß ich auch wenigstens, warum mir jedes Mal die Kehle durchgeschnitten werden würde, wenn ich in diesem Lager sein werde. Ah, man muss da ein bisschen mehr mit Taktik rangehen. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Definitiv. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. Ja, wir beobachten lieber noch ein bisschen. Sicher ist sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und du lauschst angestrengt auf jedes Geräusch in der Nähe. Du hörst und siehst nichts Verdächtiges. Dann können wir runter. Okay, können wir das Lager durchsuchen?
Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Das ist die Stelle. Wusste doch, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Hier ein Froschknarr, vor dir. Ah, ein Unterirdischer. Oh oh. Genau richtig für ein Frühstück. Hm. Ziehe deine Axt und stell dich den Orks entgegen. Ja. Wirf deine Axt nach dem Anführer und versuch zu fliehen. Ach du Scheiße. Ich hab so das Gefühl, dass wir da irgendwo sterben werden. Kann ich noch speichern? Nee, okay. Da hinten steht einer. 2, 4, 6, 7. Gegen 7 müsste ich jetzt antreten. Sollen wir es einfach mal machen, sonst macht's keinen Spaß, ne? Du weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens, einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Oh. Das ist jetzt blöd. Ich bin tot. Schon wieder. Oink, oink, kleines Schweinchen. Boah, geil. Gib ihm. Boah, nice, Mann. Beim Bart der Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffen zu verlieren? Los, hol sie dir und halte dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte. Zu langsam? Das war... Das geht noch nicht. Wie haust denn hier überhaupt zu? Ach, Spielpause, okay. Einverstanden. Okay, nee. Also wenn ich so einfach halte, haut er von automatisch zu. Natürlich habe ich noch keine große Axt, die mir was bringt. Ab solche Kreatur! Wo ist der Nächste? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ich greife mir den da an. Bruder, könntest du mal? Und weiter. Kurz aus. Bam, einer weniger. Ich weiß gar nicht, ob... Zu einfach. Bin unterwegs. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und solche Kreatur. Nice. Der lag auf dem Boden, den können wir uns... Einen Moment Geduld. Bam, einer weniger. Okay, wo sind die Bogenschützen? Zu einfach! Okay, warte mal, der ist gestreichelt. Nein, nee, einer weniger! Nicht. Nice, aber ich bin fast tot. Der ist sogar tot. In Ordnung! Was ist? Yeah. Einer weniger. Geil, ich spiel mal den da lieber. Yeah. Nice. Immer mit der Ruhe. Yeah. Force Hammer. So. Der lebt da hinten. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen.
Sofort! Hä, was müssen wir jetzt machen? Ja? Schöner Texturfehler. Ah ja, sieht richtig gut aus. Ja, hier muss ja irgendwo noch ein Ork rumpimmeln. Bin unterwegs! Nur wo? Ach, da. Da, einer weniger! Gleich geht's wieder! Immer mit der Ruhe! Das ist gleich cool. Gleich geht's wieder. Immer mit der Ruhe. Okay, der hat irgendwie... Zu einfach. Limit, ja. Ah, geht doch. Oink, oink. Das war's schon? Keine Orks mehr da? Gut gekämpft, junger Freund. Bist du zufällig Tungdil? Gut gekämpft? Der hat doch gekämpft wie ein... Boendil, was erwartest du? Er ist bei den Menschen aufgewachsen. Wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Mein Name ist Boendal Pinhand vom Clan der Axtschwinger. Das ist mein Bruder Boendil Zweiklinge. Wir wurden geschickt, um dich zu suchen. Nenn mich Ingrimsch. Gibt's hier noch mehr Schweineschnauzen? Ihr wurdet geschickt, um mich zu suchen. Es gibt hier mehr Orks, als sich irgendjemand wünschen könnte. Ihr seid wahrlich im rechten Augenblick erschienen, aber seid ihr sicher, dass ihr mich sucht? Großkönig Gundrabur schickt uns, dich in den Süden zu bringen, ins Reich der Zweiten, zur Festung Ogertod. Dann habt ihr den Brief meines Meisters erhalten. Und ich bin ein Zweiter? Naja, so in der Art, schätze ich. Gestern Nacht fand ein Treffen statt. Die Albe dienen einem gewissen Not-On, der sich selber Herr des Toten Landes nennt. Sie haben 3 Orkrotten angestachelt, für Unruhe im Süden zu sorgen. Hast du das gehört, Boendal? Schweineschnauzen! Die Albe aus Zonbalsur und die Orks aus Toboribor machen gemeinsame Sache? Und könnten sich mit den Orks aus dem Toten Land verbünden. Die Zwillinge sehen dich ernst an. Ihr alle wisst, was das für die Bewohner des geborgenen Landes bedeuten würde. Wir müssen den Menschen gegen die Orks beistehen. Was will der Großkönig von mir? Erstmal die Frage. Dann hat man meine Familie gefunden und der Großkönig will mich zurück in seinen Stamm holen? Nee, du bist kein Zweiter. Du bist ein Vierter. Und du sollst... Das wird dir der Großkönig erzählen, sobald wir in Ogertod sind. Wir sollten aufbrechen. Wir müssen... Ich weiß, was du sagen willst. Aber unsere Aufgabe ist es, dich unbeschadet zur Festung Ogertod zu bringen. Ich dachte, die Aufgabe der Zwerge sei es, Unschuldige im geborgenen Land zu beschützen. Lot Ionan und König Broron werden sich um die Orks kümmern. Wir 3 müssen vorsichtig sein. Du bist nicht gerade ein Kämpfer. Aber er hat ein breites Kreuz und breite Hände. Aus ihm könnte was werden. Und wenn man die Chance hat, ein paar Orkschädel zu spalten, sollte man das auch tun. Bevor ich nach euer kann, muss ich Lots Auftrag erfüllen, genau. Ich werde euch gern ins Reich der Zweiten folgen. In Wahrheit gibt es kaum etwas, das ich lieber täte. Aber ich muss zunächst zum Schwarzjoch reisen und einem ehemaligen Famulus Lot Ionans einige Dinge überbringen. Das Schwarzjoch liegt nicht gerade auf unserem Weg. Es liegt auf meinem Weg. Sobald ich Lot Ionans Auftrag erfüllt habe, können wir in den Süden aufbrechen. Den Dickkopf eines Zwerges hat er schon mal. Vielleicht können wir unterwegs sogar einen richtigen Zwerg aus ihm machen. Also gut, wir begleiten dich. Je schneller wir diesen Famulus gefunden haben, desto schneller können wir zurück in die Berge. Unterwegs muss ich eine Brieftaube zu Lot Ionan schicken. Und falls wir unterwegs auf ein paar Orks stoßen sollten? Du gefällst mir, aber wir müssen dir einen anderen Namen geben. Bolofar, das ist so gut wie Lismith, Praddelquatsch oder Blüftimüff. Es ist dumm, sinnlos und beileibe kein Ehrenname. Was kannst du gut? Ich kann lesen. Lesen? Du bist ein Gelehrter!
Ah, und damit beginnt auch das Level-System endlich in dem Spiel. Danke, Level 2, Level 4, Level 4. Sehr schön, sehr schön. Das Leben ist von dem einen fast futsch. Weiter auf X, aha, nicht auf A. Ah, cool. Tangil Level 2. Sehr geil, wir können sehen unseren Zwerg hier schön in 3D-Animation, das finde ich richtig cool. Jetzt können wir uns eine Fähigkeit, glaube ich, aussuchen. Cool. Tangil zieht einen Gegner die Beine weg, sodass dieser stürzt. Das ist geil, weil dadurch können wir halt A drücken und dadurch können wir ihn vielleicht mit einem Hieb sofort töten. Oder ein seitlicher geführter Schlag, der mehrere Feinden Schaden zufügt und sie zur Seite wirft. Oh, das ist natürlich auch cool. Wir machen das mit dem Schaden mal. Bam. Auf Level 3 ist nichts. Auf Level 4 kriegen wir eine Fähigkeit. Auf 6 und auf 8 und auf 10 ist Ende im Gelände. So, dann, du fandest 30 mal Proviant, 326 Gold, einen Anhänger. Achso, Tauschmittel im geborgenen Land und bei erlittenem Schaden 50% Chance, den Schaden um 50% zu reduzieren. Das ist natürlich auch cool. So, weiter geht unsere Reise. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Vielen Dank auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Haut rein!